Ja Leute, willkommen zu Let's Play Crash Team Racing zu Part 5, Leute. Ja, ich bin wieder zurück. Der Tim ist wieder back to the roots. Nicht to the roots, da wäre ein bisschen scheiße, dann würde ich mich eher verschlechtern. Aber nein, bin wieder da, Leute. Ja, warum ich so lange nicht hochgeladen habe, ist deshalb den Grund, erfährt ihr im Infovideo, was ich schon hochgeladen habe auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann halt nicht. Dann könnt ihr es auch ruhig lassen. Das ist eure Entscheidung, müsst ihr sehen, was ihr macht. Ich würde es aber euch empfehlen, es zu schauen. Das wäre sinnvoller und es würde euch sehr gut informieren, ne? Und ich würde sagen, wir sammeln erstmal jetzt diese Energiezelle da ein, ne? Brauchen wir auch noch. Für Engine. Plutonium bringen. Aha. Plutonium. Hört sich an wie so eine Art Energy Drink. Natürlich, das ist mein Plutonium. Ist auch in ihrem Handel erhältlich. Plutonium. Sieht grün aus. Schmeckt bestimmt sehr chemikalisch. Wie es auch normale Energy Drinks schon sehr tun, aber Leute, ja, ist doch eigentlich das Plutonium perfekt reinpasst in die scheiß Branche von Energy Drinks, ne? Warum kein Plutonium Drink erfinden, ne? Leute, ihr habt die Master Idee. Tieftaucherfahrer Rennstrecke freigeschaltet. Oh mein Gott, geil! Rennstrecke 3, auch damit die letzte für die Welt hier. Leute, ich habe jetzt entschieden, ich mache ein Plutonium Drink, ja? Ein Plutonium Energy Drink. Der ist grüner, stinkt nach Chemikalien wie sonst was, am besten so Atom. Mit einem Atomfutz dazu. Geil, ey. Das will jeder haben, Leute, jeder. Selbst die kleinen Nerds wollen es haben. Entschuldigung, wenn ich es dann auch wäre. Ich habe dieses ziemlich finstere, böse Crash-Outfit gefunden. Boah, das will ich haben. Ich würde es nie benutzen, weil es nicht zu meinem Charakter passt. Und das glaube ich auch. Etwas knapp ist. Knapp. Dir würde es ganz toll stehen, lieber Junge. Aber sicher doch. Für ein paar Kröten kannst du es kaufen und böse Taten vollbringen. Paar Kröten. 2000. Ich habe nur 3000 und die brauche ich noch. Für andere Scheiße, die ich mir kaufen will. Oder? Will ich das überhaupt? Ich weiß es gar nicht so sehr, aber ich glaube, ich will mir keinen anderen Scheiß kaufen, ne? Deshalb ich erstmal in das Rennen reingehe, Leute. Und ich sehe gerade, mein Timer ist passiert. Warum ist mein Timer passiert? Fick dich, Timer. So. Ab ins Rennen. WTF? WTF? Nein. Komm, jetzt. Hä? Crash? Okay. Warum auch nicht so, ne? Na klar, das normale Rennen, Leute. Was auch sonst. Ja, dann haben wir schon alle gemacht. Sogar mit den ganzen, Edelkristallen. Nee. Wie heißen die? Edelkristalle? Mit den ganzen Kristallen, Leute. Einfach nur Kristalle. Tiefste Taucher. Fahrt. Rennen. Ja, warum nicht, ne? Ich würde sagen, normal machen wir. Weil normal ist halt besser als easy, ne? Und besser als schwer. Weil schwer ist so schwer und easy ist halt so easy, ne? Und normal ist halt einfach nur normal, ne? Macht Sinn, ne? Ich weiß. Finde ich auch. Nerven. Ja, Leute. Ich weiß. Geräusche sind einfach nur sehr erotisch. Oh, ich glaube, ich muss gleich. Na, Spaß. Okay, Leute. Der Ladescreen kann schon ein bisschen lange dauern. Merke ich gerade. Ach, jetzt, komm. Würde ich nichts sagen, die Moderatoren? Dann halt nicht, Leute. Ich muss zugehen, Leute. Ich habe keinen Plan, wie die Schrauben mehr geht. Also soll ich auch nicht missbefängnis werden. Ne? Und ich will mit Nina duzen. Ne? Komm, Nina. Ich will dich haben, aber nicht in der Art, die ich oder die du denkst. Okay, dann habe ich Engine, auch gut. Aber nur bin ich halt der lieber fährt, Leute, müsst ihr wissen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich drifte. Ihr Scheiße, ne? Weil das Witzige ist eigentlich, ich habe letztens erst rausgefunden, wie es ging, ne? Und jetzt, wo ich erst wieder von vorne spiele, wo ich wieder neue Ansätze an das Spiel, weil müsst ihr wissen, ne? Wegen der Pause vergesse ich halt die Steuerung öfters, ne? Ist halt irgendwie klar, ne? Wenn ich ein Spiel lange nicht spiele, ist es klar, dass ich die Steuerung vergesse, ne? Auf jeden Fall, habe ich die Steuerung vergessen, ne? Das ist, unvorteilhaft für mich. Ja, scheiße für mich. Aber, mit Kreis kann ich Turbo geben. Habe ich gerade herausgefunden, ne? So ganz spontan. Da links ist die Abkürzung? Nee, gar nicht. Hä? Okay. Und dann war die halt woanders. Hier gab es überhaupt keine, glaube ich, keine Abkürzung. Cortex, das hättest du nicht machen sollen. Man wirft kein Müll in die Landschaft. Da ist
umweltschädlich. Wow. Geiler Jump, ey. Ich bin erstaunt, ey. Auf jeden Fall, wie kann ich driften, Leute? Das will ich jetzt herausfinden, ne? Ich glaube, wenn ich zweimal nach rechts drücke. Nee, irgendwie nicht. Bin ich ganz stark. Egal, Turbo kommen. Dann einfach ohne Driften hier durch. Brauche ich gerade eh nicht. Ich werde mir mal demnächst gucken, wie ich das mache. Aber wenn ich glaube, dass ich es eh nicht herausfinde mehr. Vielleicht irgendwann im Part 18, dann vielleicht. Dann werde ich jetzt vielleicht herausfinden, wie ich driften kann. Ne? Warte mal, Runde 2 sind wir gerade. Heißt, ab Runde 3 muss ich mich dann wegduzen von Angel. Ne? Also ihr wisst ja, ne? Der beste Plan zu gewinnen ist der, vom Ziel mit seinem Partner sich entduzen, damit man einmal, damit man einfach selber erster ist, ne? Ist wohl arschig, aber muss der Partner mit klarkommen, ne? Hätte er ja mitrechnen können dann. Ich glaube, hier geht jetzt der Boden weg, ne? Kann das sein? Hä? Voll nicht, hä? Also, was habe ich denn im Kopf irgendwie? Wie habe ich im Kopf, dass die Erschrecke kaputt geht? Okay, Tammy, warum hast du im Kopf, dass die Schrecke kaputt geht? Hm. Das weiß keiner so genau, ne? Aber na egal. Okay. Weil ich muss sagen, die Schrecke hat schon ein geiles Design, ne? Teils. So mit diesen Säulen, mit diesen Fischen da. Ist echt so piratenmäßig. Okay, nicht so wirklich Piraten-Style, aber ein bisschen, ne? Wie der Schreckenname auch schon sagt, unter Wasserfahrt taucht Dings da. Schrecke, ne? Von daher war es irgendwie klar gewesen, dass so eine Art Style kommt. Und Stil, eher gesagt, ne? Ich glaube, von Schrecken spricht man eher von Stile und nicht vom Style. Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Tschüss, Angel, ne? Boah, ne? Wäre jetzt noch getroffen worden, ne? Von diesem Dings, was er eben angeflogen kam, ne? Dann wäre ich dann weiter gewesen, ne? Das hätte ich gar nicht toll gefunden, ne? So, überhaupt nicht! Aber egal. Wir haben es ja geschafft, ne? Shadow Plus 1. War ja wieder klar gewesen, ne? Dass ich wieder Erster werde, ne? Wer hat an mir gezweifelt? Keiner. Außer vielleicht der Pinguin da links. Aber sonst keiner. Und vielleicht Cortex. Oder Engine vielleicht. Nee, Engine dachte eh, dass wir zusammen Erster werden. Aber nee! Ich will allein auf den Treppchen. Auf den ersten Platz Treppchen. Weil ist halt der erste Platz, ne? Und Crash will immer den ersten machen. Das ist doch logisch. Und ach komm. Nein, will ich nicht haben. Aber Leute, am Ende des LPs. Am Ende des LPs habe ich gerade so beschlossen, hole ich alle Outfits und alle extra Sachen. Okay, nicht alle extra Sachen, aber alle Outfits. Ja. Das habe ich schon so mir so überlegt. Gerade so. Spontan einfach. Ach hier, Stereodrom. Stimmt, gab's auch noch. Ein Äffchen! Mit einer TNT-Stange, oh, wie süß! Und da war es kaputt. Geil. Oh. Wusste ich gar nicht. Dann war der gute Crash auch wieder tot gewesen. Er war, ja, wie schon gesagt, Fischfutter, ne? Schon gesagt, ey. Er gesagt, ey, wie es da steht, ne? So, du kriegst einen Schlag, weil du mir das Outfit endlich verkaufen willst für ein paar Dublonen, ey. Jetzt sag ich schon Dublonen, Leute, Dublonen, ja. Dublonen waren die Goldstücke aus Schatzplanet und nicht hier Dings hier aus Crash Tag Team Racing, ey. Bin echt ein bisschen verpeilt. Ich muss zugeben, ich habe mir letztes Mal alte LPs von mir reingezogen, ne? Sprich, die meisten habe, also ich habe jedes LP einmal reingeschaut, eigentlich. Und ich muss sagen, Alter 3 war das lächerlichste auf der Welt. Naja, das kommt mir eh noch ein Remake, ne? Und wenn das kommt, das wissen auch nur die Crash Bandicoot 3 von mir geschaut haben. Aber es ist 2015, Leute. Das LP so Alter 3 kommt 2015. Habe ich so schon geplant, vor ein paar Jahren sogar. Oder schon vor ein Jahr schon mindestens. Ich glaube sogar vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren glaube ich sogar, habe ich das schon geplant gehabt. Und klatsch! Es ist kaputt. Ich glaube, ich überschreue ein bisschen, ne? Aber egal, scheiß drauf. Ja, Leute, und hier, Leute, was jetzt hier eben, was ich jetzt machen kann, ist das, ich kann eine Abkürzung freischalten, ja? Eine Abkürzung für eine Strecke. Ja, für die zweite, glaube ich, ist das. Ich glaube schon, ja.
Wenn nicht, dann war es für die dritte Strecke. Dritte Strecke. So, Tiefseetaucherfahrt. Okay, dann war es doch für die dritte Strecke, die wir gerade gemacht haben. Ich würde dumm, dass ich erst jetzt gemacht habe, ne? Dann die Abkürzung freigelegt zu haben. Voll kein deutscher Satz, aber egal. Hat man ja schon von mir gewohnt, ne? Dass ich keine deutsche Sätze rede. Cortex, mein lieber Freund. Mein bester Kumpel, mein best friend forever, ne? Er wohl das Gegenteil, aber trotzdem, wann willst du haben eigentlich nochmal? Ich weiß. Warum kommst du wieder? Ach stimmt, er will immer. Das Ninja-Kostüm. Das Ninja-geheime Overtop-Kostüm da. Damit er ja durch die feindlichen Linien einfach durchschleichen kann. Weil man ja das, weil man ihn bloß nicht sieht dann. Obwohl er nur ein anderes Kostüm hat, aber naja, egal. Ich glaube, hier oben habe ich alles erledigt. Jetzt muss ich. Galassone! Jetzt krieg ich die ab, ey! Oh yeah! Gib mir ein Groove! Auf jeden Fall einmal da oben. Gehe ich jetzt erstmal hin. Weil wir können ja mal hier rein. Ne, das kenne ich schon, Leute. Das haben wir schon gemacht. Ich erinnere mich. Das haben wir schon gemacht. Was willst du haben, du scheiß Wächter? Komm. Weil es ein Energiekristall ist. Endlich kann ich mir echte Klamotten kaufen. Muss nicht mehr rumstehen und wie ein Depp aussehen. Warum schön, ich glaube, du fällst eher. Auf jeden Fall, du hast einen Kristall. Ja, den habe ich mir gerade gekauft, Leute. Tausende Goldstücke. Jetzt mal einfach Goldstücke, weil ich gerade die Währung vergessen habe hier im Spiel. Aber die Währung war keine Dublon. Das weiß ich auf jeden Fall. Was hast du zu. Die vergessen wir mal. Ich brauche noch Geld für das Ninja-Kostüm. Für, weil Neocortex da. Okay. Warte. Wir haben es ja wieder. Wir haben wieder das Problem, keine Probleme haben wir wieder, dass wir einen Doppelsprung ausführen, ne? Ein Double Jump, auch genannt. Und der ist eigentlich, ach, scheiße, aber euch nehme ich gerne mit. Der ist scheiße, weil immer an der Stelle macht er einen Double Jump. Immer und immer wieder, Leute. Alle, die schon die vorherigen Parts gesehen haben, was nur vier sind, aber die wissen, dass er immer hier einen scheiß Double Jump macht. Immer und immer wieder. Obwohl ich nur einmal drauf drücke auf X. Das ist irgendwie schon ein bisschen erbärmlich, einfach nur Crash. Ganz ehrlich, Crash. Aber naja, was soll ich machen, ne? Ich kann ja schlecht großziehen, ne? Und ihm beibringen, dass er es nicht machen soll. Ist halt ein scheiß Game, ne? Der ist halt so programmiert einfach, ne? Dass er einfach nur doppelt springen kann an der Stelle. Ich muss wohl einfach irgendwie weiter an einen anderen Spot stehen und dann springen. Weil dann geht's bestimmt. Wetten wir? Genau, irgendwer jetzt? Ne, irgendwie nicht. Fuck. Hätte ja sein können, ne? Mann, Leute, das ist doch scheiße. Egal, komm. Da. Ich muss irgendwie. Ja, Quatsch. Ich muss irgendwie sagen. Es macht Spaß, das Spiel. Es macht trotzdem Spaß. Ich weiß nicht, warum ich früher keinen Bock auf LPs hatte mehr. Die ganzen Monate, wo ich immer was gemacht habe, dann wir nicht, ne? Sprich, irgendwie nach Passage hier hatte ich immer wieder Pausen gehabt. Dann nach Crash Tag Team Racing hatte ich auch wieder eine Pause gehabt, öfters. Aber jetzt halt. Warum, Crash? Warum? Warum tust du mir das an? So scheiße, ey. Ganz ehrlich. Der ist doch nicht mehr schön. Der ist doch nur grässlich. Grässlich, hässlich. Aber ich würde sagen, oder? Der Part kann noch ein bisschen gehen, ja. Der kann noch ein bisschen. Er kann noch ein bisschen wachsen. Der Part. Der Part. Nicht der Part. Der Part, ey. Geht doch, Crash, du bist aber ein guter Fuchs. Oder bist du ein Fuchs? Was bist du eigentlich, Crash? Das weiß ich gar nicht. Crash, was bist du eigentlich? Ein Fuchs oder ein Dack? Ein Dackel wohl kaum, aber eher ein Fuchs, ja. Nur 500 will er haben. Der wollte nur 500 haben. Hey, super Junge. Damit kann dein gelbhäutiger Freund hier rumschnüffeln, bis der Arzt kommt. Möglicherweise kriegst du sogar eine Belohnung. Wahrscheinlich eher nicht. Oh doch, mein lieber Wächterkumpel, du Schwanzgesicht. Wir kriegen nämlich einen Energiekristall, den ich mir gerne abstauben werde. Wo ich auch jetzt extra 500 Goldmünzen geopfert habe. Und ich muss sagen, Leute, für den Fall, dass ich scheiß spreche, das kommt daher,
Wie gesagt, im Video habe ich ja schon gesagt, ich habe ein Piercing jetzt, ein Lippenpiercing und ein Lippenpiercing. Und der stört noch ein bisschen, aber das halte ich nur aus. Und meine Lippen, die sind nicht meine Schamlippen, ich habe keine Schamlippen, meine Oberlippen, meine Mundlippen, ne? Die sind arschtrocken, Leute. Ich kann die lecken und die tun weh. Ja, so schlimm ist das. So schlimm ist das schon! Ja. Oh, Cortex. Oh, na das ist hübsch. Richtig fresh, ey. Damit kann ich überall hingehen. Die Bösewichte werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ach ja, nimm diesen Energiekristall. Ich hab ihn aus einer Mülltonne, war total mit diesem ekligen Wumperwip beschmiert. Also, ich will ihn nicht. Skandalös! Du hast einen Energie, ein Kristall. Nur ein Kristall habe ich. Auf jeden Fall, Leute, muss ich sagen, Wumperwip ist ein geiles Zeug. Ja. Das ist auch das Zeug, was wir immer nehmen für zum Duschen, ne? Nein, für Dings ja. Wie nennt man das? Komm hier. Ich kaufe mir ihn einfach jetzt, weil ich es kann, ja. Nein, wie heißt das hier? Kristall kaufen, ne? Das ist gut. 1000 Dings Dollar. Nie wieder zu dem Müllhalde. Du stecken Geld in Seifenblasen? Ich stecke Geld in Energiekristall. Programm? Ich lachen. Du lachen? Ich lache auch. Ja, dein Akzent. Oh! Oh! Boah, ich lebe doch noch. Okay, Leute. 1000 Dollar für eine Scheiße. Habt ihr gehört? Auf jeden Fall, Leute, muss ich sagen. Also auf der Karte ist ja nur Dings hier, nennt man das? Ein Kostümhändler. Kostümhändler. Ein Kostümverkäufer, wenn er. Ich würde sagen, natürlich haben wir alles erledigt. Sprich, wir gehen raus. Ganz leicht, ne? Ich würde auch jetzt einfach mal behaupten, Leute, ich würde jetzt ein Partie beenden, ne? Und den nächsten aufnehmen direkt. Oh yeah. Und somit, Leute, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Reinhauen in den Bildschirm direkt jetzt. Komm. Ja, komm, Schlag, komm. Ich weiß, du willst auch. Ja, ich will es auch. Nein, nein. Auf jeden Fall, danke fürs Reinhauen. Fürs Zuschauen, meine ich, na klar. Ich über ein Like würde mich sehr freuen. Somit sehe ich, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, bitte schreiben, warum es euch nicht gefallen hat, ne? Ich werde versuchen, es zu verbessern. Wenn nicht. Und da wurde unterbrochen, Leute. Auch gut. Auf jeden Fall, das schaffen wir schon, Leute. Auf jeden Fall, haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Part von Crash Taxi Racing. Tschüssi, Kowski.